Von Dresden bis Meißen sind es nur rund 25 Kilometer. Nichts liegt da näher, als einen Besuch der Stadt Meißen mit einer Fahrradtour zu verbinden. Ich nahm in diesem Fall die linke Seite der Elbe. Hier verläuft der Radweg sehr naturnah und ruhig. Bereits vor dem Ortsteil Gohlis trifft man auf die Gohlische Windmühle. Sie wurde 1832 als Turm Holländer erbaut. Heute kann man hier eine Rast einlegen und sich im angeschlossenen Biergarten entspannen. Als nächstes passiert man die Elbebrücke Niederwartha, hier Aufnahmen von der Rückfahrt. Zudem hat man einen wunderschönen Blick auf die Weinberge der rechten Elbseite. Mein erstes Ziel in Meißen war die Porzellanmanufaktur. Ich kaufte mir ein Kombiticket für 19 Euro. Damit konnte ich an einer Führung durch die Schauwerkstätten teilnehmen und das Museum besichtigen. Anders als in der industriellen Produktion werden Teller, Tassen, Vasen, Figuren und Kunstobjekte bis heute von Hand geformt. So bestehen manche Figuren aus bis zu 100 Einzelteilen, die mittels flüssiger Porzellanmasse, dem sogenannten Schlicker, und höchster Präzision zusammengefügt werden. Auch die wunderschönen Dekore werden in Handarbeit aufgemalt. Da die Dekorvielfalt von Blütenfiguren und Landschaftsmotiven bis hin zu Tieren und Früchten reichen, sind Meißner Porzellanmaler stets auf ein Teilgebiet spezialisiert. Zudem werden die Objekte gebrannt, was die Stücke deutlich schrumpfen lässt. Wer über das entsprechende Kleingeld verfügt, kann im Anschluss ausgiebig shoppen oder sich zumindest im Café eine Kleinigkeit auf echt Meißner Porzellan gönnen. Ich fuhr aber lieber noch ein kurzes Stück weiter und gönnte mir meine kleine Stärkung auf dem historischen Marktplatz. Hier gibt es unterschiedliche gastronomische Angebote und ich entschied mich für einen gemütlichen Platz mit freiem Blick auf die Meißner Frauenkirche, deren Turm man besteigen kann. Das in der Porzellanmanufaktur erworbene Kombiticket beinhaltete auch die Besichtigung der Albrechtsburg auf dem Burgberg. Denn hier liegen die Ursprünge des Porzellans. Doch auch unabhängig davon ist die Albrechtsburg, die als Wiege Sachsens gilt, beeindruckend. Gleich angrenzend findet ihr den ebenfalls imposanten Dom zu Meißen. Direkt unterhalb des Burgbergs gibt es einen kleinen Weinladen mit einem etwas versteckt liegenden Garten mit Blick auf die Spitzen des Doms. Hier habe ich mir eine kleine Dreier-Weinverkostung gegönnt und danach fuhr es sich über den Elbradweg gleich noch beschwingter zurück nach Dresden.